Oh, und der ist ja ganz weich. Hey Leute, ich bin's, Stefan. Heute aus dem Sequoia Nationalpark. Und hier soll es sehr Großes geben. Der Eintritt in den Sequoia und den Kings Canyon Park kostet $30 pro Auto und Woche. Aber da hat sich mal wieder mein Annual Pass gelohnt, denn der ist ein Jahr lang gültig und du kannst damit für $80 das ganze Jahr lang alle Nationalparks in den USA besuchen. Für mehr Informationen kannst du gleich am Anfang des Parkes zum Visitor Center gehen. Früher ging durch den Tunnel Rock die normale Straße des Parks. Teilweise sieht man hier sogar noch die Markierung. Dieser Riesenstein muss also ganz früher von dem Berg runtergefallen sein, zufällig auf einen anderen Stein gefallen sein und man kann ihn jetzt quasi als Tunnel benutzen. Oh, gut, der Aufweg dorthin oder Runterweg ist nicht der einfachste. Aber wenn man festes Schuhwerk hat, geht das. Ganz wichtig, bevor du den Park befährst, tanke dein Auto voll. Denn du musst mindestens 45 Minuten am Stück Serpentin fahren und hier im Park gibt es keine Tankstelle. Und ein weiterer Tipp ist, tanke nicht im Ort vor dem Park, denn dort kostet die Gallone $1 mehr. Das ist groß, dann warte noch mal ab. Unten hat man noch 22 Grad und hier oben ist gerade mal 10. Also packt ihr dicke Sachen ein. Es ist ziemlich kalt. Giants sind hier die Attraktion des Parkes. Das sind die riesen Bäume. Solche großen Bäume habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Die größten Bäume haben hier sogar Namen. Hinter mir ist der Sentinel. Die Geschichte vom Park und von den großen Bäumen, also den Giants, kannst du hier im gleichnamigen Museum erfahren. Außerdem kannst du kostenlos deinen Wasservorrat auffüllen und eine Tour buchen.
habe ich mich mal daneben gestellt und jetzt kannst du sehen, wie riesig diese Bäume sein können. Sie sind sogar so massiv, dass sie Feuer aushalten. Etwas Glück kannst du auf solchen Freiflächen wie hier sogar Schwarzbären beobachten. Ich habe hier eine ausgewachsene Schwarzbärin mit ihren Kindern gesehen. Du kannst sie auf diversen Wanderwegen wandern oder du machst eine geführte Tour. Ich persönlich bin auf den normalen Wanderwegen gelaufen, denn auf der Map sind die alle drauf. Und die Big Lady hinter mir heißt Clara Barton. Wegen den frei lebenden Schwarzbären hier darfst du deinen Müll nur in solche eigens präparierten Mülleimer schmeißen. Du musst deinen Finger hier reindrücken und dann geht's erst auf. Weil die Bären sind ja findig, die kriegen das ja sonst auf. Flaschen gehen hier rein. Lass auf keinen Fall Essen in deinem Auto. Dafür gibt es solche Kisten hier. Steht auch da, wenn du Essen im Auto lässt, werden die Bären aggressiv oder können zumindest aggressiv werden. Und deshalb tust du dein Essen hier rein. Und deponierst es, solange du weg bist. Und holst es dir wieder raus. Passend zu den Riesenbäumen gibt es dann auch die Riesenzapfen. Wir gehen jetzt zu General Sherman. Er ist ja der eigentliche Star des Parkes, aber er ist nicht der Manager, sondern der größte lebende Baum der Welt. Aber von hier sieht er ein bisschen klein aus, lass mal hingehen. Er ist 3200 Jahre alt, 11 Meter breit und fast 100 Meter hoch. Das war mein Tag hier im Sequoia National Park. Du kannst hier viel sehen, viele Bäume vor allem, aber plan nicht mehr als einen Tag ein. Das reicht aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Drück den Daumen hoch, wenn dir mein Video gefallen hat. Abonniere meinen Kanal, dann bleibst du auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.